News und Talks für Gebildete. Ja, Leben in der Kommune. Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer wahrscheinlich großen Affenhorde. Wir sollten aber nicht von Affenhorden oder von Tiergruppen oder Sozietäten sprechen, sondern eigentlich genauer von Kommunen oder von einer kommunistischen Lebensweise in der Natur und einer nicht von Sozietäten, sondern von einer sozialistischen Lebensweise in der Natur sprechen, also einem echten Ursozialismus, Urkommunismus, ja? Das heißt also, bevor der Kapitalismus alles zerstörte und den einsamen kaufsüchtigen Single sozusagen und der einsame kaufsüchtige Single zum Wirtschaftsziel wurde, der kapitalistischen sozialen Marktwirtschaft sozusagen. Vorher lebten wir glücklich in Gruppen. Jetzt könnten manche denken, naja, vielleicht haben die nur in Gruppen gelebt, weil sie Angst davor hatten, wenn sie alleine sind, dass sie dann vielleicht von Raubtieren gefressen werden. Und so haben sie sich dann notgedrungen zusammengetan. Aber so funktioniert die Evolution nicht, so funktioniert die Biologie nicht. Ja? Also wenn wir hier zum Beispiel, wenn wir hier einen Affen haben, der nicht Lust erlebt, wenn er mit anderen zusammen ist, der das also den ganzen Körperkontakt, die Fellpflege, den Sex und die ganzen Zärtlichkeiten, den Austausch nicht als lustvoll erlebt, sondern nur in der Gruppe ist, weil er sich irgendwie Angst davor hat, wenn er allein ist, dass er dann vielleicht gefressen wird oder sonst wie vielleicht nicht zurechtkommt oder sonst wie. So jemand wird eben immer wieder mal auch die Gruppe verlassen oder so oder wird nicht so zuverlässig in der Gruppe integriert sein und so weiter. Er fühlt sich ja auch gar nicht richtig wohl dort und sowas stirbt in der Evolution tendenziell immer aus, wenn es auf der anderen Seite andere affenähnliche Lebewesen und wir Menschen sind ja auch nichts anderes als affenähnliche, ja, wenn hier diese Variante sozusagen es als regelrecht lustvoll erlebt, mit anderen zusammenzuleben, dann ist das sozusagen, ist er zuverlässig im Schutz der Gruppe immer wieder und genießt all die Vorteile des Gruppenlebens sozusagen und breitet sich dann aus, kann viele Nachkommen ernähren, kann sich ausbreiten und so weiter. Und diese Art Genetik, diese Sorten von Genomen breiten sich im Genpool systematisch aus, während solche eher aussterben. Ja? Das heißt also die machen das hier die Fellpflege und so weiter, Körperkontakt, Massage, Streicheln, Fellpflege. Das wird alles gemacht, weil die Affenähnlichen, also unsere Vorfahren, die so ähnlich ausgesehen haben dürften, eben einfach Lust daran haben und ihre Endorphine, ihre Glückshormone genau dabei ausgeschüttet werden. Und jetzt kommt dann der Kapitalismus, die Erfindung des Tauschhandels, der Vorläufer der sozialen Marktwirtschaft, der sozialmarktwirtschaftliche kapitalistische Tauschhandel. Und was macht er? Er macht, funktioniert nach dem Motto, kommunizierst du als Händler nur Wahrheiten und zerstörst das Lebensglück der Lebewesen, in dem Falle natürlich der Menschen, nicht, dann stirbst du aus, dann machst du nicht genug Umsatz, deine Kunden werden ja nicht genügend konsumsüchtig. Zerstörst du das Leben und in jeder Hinsicht das Leben der Menschen und machst sie unglücklich und kriegsbereit und waffenkonsumsüchtig und so weiter, dann verdienst du gut, kannst du viele Kinder ernähren und deine Handelsdynastie breitet sich aus und bedeckt die ganze Erde. Ja? Das ist das Dilemma des Kapitalismus. Ja? Gucken wir noch mal ein bisschen hier. So, hier haben wir dann Bonobos, die menschenähnlichsten
von der sozialen Intelligenz dem Menschen ähnlichsten Lebewesen der Erde, die Bonobos, die ja, also die Urmenschen dürften so in Gruppen von 80 bis 120 Individuen gelebt haben, so vor 400.000 Jahren. Und ja, und dürften eben mit Bonobos haben 12-mal am Tag durchschnittlich Sex. Die Frauen sind 100%ig bisexuell, die Männer halb bisexuell. Und ja, also auf jeden Fall eine Lebenslust und Lebensfreude und Entspanntheit, die uns der Kapitalismus sozusagen verschafft hat. Ja, zum Beispiel im Kapitalismus. Da wurden dann von den Händlern Philosophien verbreitet oder von ihren Märchenerzählern Philosophien verbreitet. Ja, das so viel Schmusen mit dem Baby und ein so liebevoller Körperkontakt mit dem Baby, das Kind ja verwöhnt und damit zerstört und so weiter. Oder es ist unschicklich, das ist ja sexueller Missbrauch, wenn die Mutter hier so zärtlich ist mit dem Kind und so weiter. Und so unter bei naturnäheren Völkern die Babys von der Mutter von oben bis unten abgeleckt werden und so weiter, auch bei naturnäheren Menschenvölkern. Ja? Also das würde man bei uns heute als sexuellen Missbrauch oder sowas verurteilen. Oder irgendwie, also der Kapitalismus erfindet also, wie gesagt, hier noch einmal ein Händler, dessen Märchenerzähler oder der selber solche falschen Nachrichten, solche Fake News nicht verbreitet, der macht keinen großen Umsatz, geht im Wettbewerb mit dem hier pleite, der erzählt so Geschichten, wie dass dieser Körperkontakt zwischen Mutter und Kind irgendwie schlecht sei und schädlich sei oder unanständig oder schmutzig sei oder sowas. Da fehlt dann dem Kind die Zärtlichkeit, der Mutter fehlt die Zärtlichkeit, beide haben einen Endorphinmangel und beide kaufen sie mehr Ersatzbefriedigungsprodukte und werden konsumsüchtig bei dem Händler und der kann für mehrere Kinder ernähren, kann sich ausbreiten seiner Dynastie, kann groß werden und dann, also das heißt, alles in der sozialen Marktwirtschaft kann nur dann überleben, wenn es schädlich für andere Menschen ist und das Lebensglück der anderen Menschen zerstört, weil sie nur dann mehr von seinen Produkten und Dienstleistungen kaufen sozusagen. Was andere nicht schädigt, führt zu geringem Kaufverhalten und das stirbt aus, wenn im Wettbewerb jemand dazu da ist, der viel verkauft und dann werbemäßig den hier auskonkurrieren kann und sozusagen in Vergessenheit geraten lassen kann und selber überall die zentralsten Marktplätze der Welt besetzt sozusagen. Das müsst ihr euch also klar machen. Alles in der sozialen Marktwirtschaft. Gerade heute hat mich wieder so eine Frau angesprochen von irgendeiner vermeintlichen Weltverbesserungsorganisation. Dann habe ich ihr mal klar gemacht, dass das eben sozusagen ihre Organisation wahrscheinlich riesige Schäden anrichtet, ganz viel Unglück erzeugt und so weiter und dass da ein paar Geschäftsführer richtig schön Geld verdienen und richtig die Menschheit abzocken und dass die Leute, die sie zu Spenden anbewegen will, dass die abgezockt werden und am Ende quasi wahrscheinlich gar nichts Nützliches bei den Menschen in Afrika oder so ankommt, sondern eher Schädliches. Der Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft macht aus jeder gut gemeinten Sache eine schlechte und üble und böse Sache. Das ist die Mechanik. So, schauen wir mal weiter hier. Hier auch das kleine Fellpflege und so weiter gegenüber einem der Erwachsenen und so weiter bei den Bonobos. Und dann haben wir hier, das sehen wir hier auch, ja, zum Beispiel hier die Bonobos, die essen ihre Pflanzennahrung, was da ist sozusagen an natürlichen, da gibt es keine Pestizide, da gibt es keine Fungizide, da gibt es keinerlei Giftstoff, alles ist reinste Natur und wenn sie sterben, werden sie auch wieder zu reinster Natur, Kredel zu Kredel, von der Wiege zu Wiege, nichts ist Abfall, nichts ist schädlich, sondern alles ist gut
so wie es ist. Die Nährstoffe bewegen sich im Kreislauf. Der Bonobo hier nimmt aus den Böden von den Pflanzen geholte Stoffe auf. Und wenn er dann stirbt, fließen diese Stoffe wieder in den Boden zurück. Alles ist ein vollständiger Kreislauf. Da gibt es keinen Abfall, nichts und so weiter. Und dann kommen die Händler, ja, holen irgendwelchen stattdessen, sorgen dafür, dass durch ihre unwahren Geschichten diese Kreisläufe zerstört werden, und dann verkaufen sie den Leuten irgendwelche Düngersubstanzen und so weiter, die dann auf Dauer schädlich sind und letztendlich zu minderwertiger Nahrung führen. Die Böden gehen immer mehr kaputt, werden ausgelaugt, weil ja die Kreisläufe fehlen und so weiter. Aber damit kann man richtig Geld machen und richtig Umsatz machen und kann richtige Handelsimperien ausbauen. Dass die Leute dabei immer kränker werden und immer früher sterben und ihr natürliches Sterbealter von gesund 127 Jahre alt werden, davon unendlich weit entfernt sind, was natürlich schwankt. Im Mittelalter waren wir mal ein bisschen weiter davon entfernt. Dann waren wir jetzt mal wieder ein bisschen näher dran und jetzt entfernen wir uns wieder davon. Das sind ständige Schwankungen im Rahmen des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Bald werden die Leute wahrscheinlich wieder mit 70 sterben, weil eben, wie gesagt, alles in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus immer schädlich ist, immer über Leichen geht, immer unser Leben zerstört und so weiter, ja. Ja, und dieser Urkommunismus, ja, ist eben völlig anders als der real existierende Sozialismus, Kommunismus. Da haben immer irgendwelche gewalttätigen Revolutionsführer gesiegt sozusagen in den Revolutionswirren und haben dann, weil sie gewalttätige Charaktere sind, dann die Mitläufer ihrer Revolution sozusagen danach diktatorisch und als Tyrannen beherrscht und ausgesaugt und ausgeplündert. Also vergessen wir, echter superdemokratischer Kommunismus, Sozialismus ist nur möglich auf superdemokratischen Wege. Und wir müssen eben die Milliardäre der Erde, die ja auch allemal zu den Urkommunen gehört haben, sozusagen, ja, wodurch wurden die Milliardäre abgespalten von den Kommunen, von den kommunistischen Lebensweisen, von den sozialistischen Naturlebensweisen? Ja, also hier, gucken wir es uns nochmal an. Na, wo bist du? Hier. Also, schauen wir uns an. Also, hier dieser Händler, der erfolgreich ist, sozusagen, lauter Geschichten verbreitet, dass Körperkontakt schlecht, schmutzig und so weiter ist, dann verlieren die Männer die Lebenslust an der Gruppe, die Kommune, die kommunistische Lebensweise ist für sie nicht mehr maximal lustvoll, weil alle verklemmt werden und alle den Körperkontakt reduzieren. Und fangen sie an, mehr zu konsumieren, zu kaufen, fangen aber auch selbst an, dann als Händler zu arbeiten und fangen an, akkumulationssüchtig und machtsüchtig zu werden, leben vielleicht in separaten Männerbünden und so weiter, machen Geschäfte sozusagen und werden Milliardäre und spalten sich ab von allem anderen menschlichen Leben sozusagen. Ja, und das ist der Grund, also im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft kommt es notwendigerweise zum Liebesverlust, und Männer verwenden dann ihre leicht größere Körpergröße und ihre leicht größere Körperkraft dazu, Macht und Akkumulation durchzuführen, Milliardäre zu werden im Sinne einer Ersatzbefriedigung, und deswegen sind sie nicht mehr zusammen mit den anderen Menschen. Und jetzt müssen wir den Milliardären nur klar machen und ihnen immer wieder erklären, in den Massenmedien immer wieder klar machen, dass das Geld sie gar nicht glücklich macht und auch gar nicht gesünder leben lässt, sondern dass das kapitalistische System ihnen diese glückliche Gemeinschaft, diese kommunistische, ursozialistische Lebensweise geraubt hat,
dieses Paradies, kleine, für uns Menschen empfundene Paradies auf Erden geraubt hat und dass wir deswegen alle gemeinsam zusammen mit den Milliardären den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft unbedingt sofort morgen beenden müssen und die Reformen der zweiten Scientists for Future 2 anwenden müssen, die uns rausführen, sanft und behutsam und demokratisch raus aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft. Ja, und wie gesagt, eine simulierte Bundestagswahl hat ja gezeigt, dass 56% der Wähler das auch sofort wählen würden, sozusagen. Also, liebe Milliardäre, das da war Glückseligkeit, ja, die ihr über eure Milliarden niemals bekommen werdet. Da war Glückseligkeit und Tiefenentspanntheit, ja, und Harmonie und Einklang und all diese Dinge. Ja, da ist Glückseligkeit und im Körperkontakt, im zärtlichen Körperkontakt mit den Gruppengenossen, mit den Babys, mit den Kleinen und so weiter. Da liegt die Glückseligkeit. Hier ist das Paradies, ja. Da ist null Stress, null Hektik, null Einsamkeit, null sonst etwas. Und da ist geliebt werden, Liebe, und da ist Einklang mit der Natur, vollständiger Einklang, naturbelassene Nahrung, kerngesunde Körper und so weiter. Und ja, und Erreichen der natürlichen maximalen Lebensweise, die beim Menschen ungefähr bei 127 Jahren liegt. Also, liebe Milliardäre, wenn ihr nicht bald wie Warren Buffett, der jetzt schon irgendwie mit Krebs belastet ist. Wenn ihr kerngesunde 127 Jahre alt werden wollt, dann müsst ihr eure Macht und euren Einfluss darauf verwenden, dass wir schleunigst die gesamte Welt postkapitalistisch machen, postsozial marktwirtschaftlich und die ideale Gesellschaft aufbauen. Ja, also schauen wir uns das zum Schluss nochmal an. Wie gesagt, und die Lösung, ich habe ja in den anderen Videos schon ganz oft die Lösungsmodelle beschrieben. Also Google, zweite Scientists for Future 2, also römisch 2, 2i am Ende. Ja, und sprecht alle und wirkt alle auf die Fridays for Future Orga-Teams eurer Region ein und sagt, macht denen klar, Fridays for Future wird am Ende genau so eine Luftnummer bleiben wie, macht euch nochmal klar, zum Beispiel nach 1968 haben Millionen von Menschen demonstriert gegen die Atomenergie, ja? Was wurde erreicht? Gar nichts. Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft hat sich wie die Eiche nicht daran gestört, wenn ein paar Schweinerl an der Eiche kratzen. Ne? Das stört niemanden. Ne? Und dann kam Fukushima und dann wurde es auch, dann wurde es der politischen Kaste und den Milliardären zu brenzlig und so weiter. Und dann hat man überlegt, dass man was macht, vielleicht macht. Ich weiß ja noch nicht, wie viel da wirklich schon geschehen ist, aber ja, und so ist die Dinge. Man hätte sich die ganzen Anti-Atomkraft-Demonstrationen völlig sparen können. Es hätte völlig ausgereicht, dass Fukushima und Tschernobyl passiert sind, dann die Meinungsumfragen sozusagen gegen die Atomenergie geschwenkt sind und dann folgt zumindest eine gewisse politische Reaktion. Die ganzen Demonstriererei war alles Zeitvergeudung und so weiter. Und und letztendlich hat auch all denen, die bei den Demonstrationen eine gewisse, ja, vorübergehende Popularität erreicht haben, das hat denen am Ende auch nichts gebracht. Genauso wird es am Ende Greta Thunberg und Luisa Neubauer und so weiter, diese Scheinpopularität gar nichts bringen, denn am Ende wird immer im Raum stehen, dass sie ja nur bekannt wurden, obwohl sie nichts konnten und nichts wussten und inkompetent waren. Ja? Also
erst wenn sie sozusagen jetzt mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammenarbeiten und da kompetent genug wären zu verstehen, dass die Lösung haben und dann sozusagen diejenigen wären, die der Menschheit die Lösung der zweiten Scientists for Future 2 nahebringen und überbringen und dann würden sie bleibend Bedeutung gewinnen, aber so nicht, ja? Ja, also, tschüssi!